Hi Leute, mein Name ist Markus und gemeinsam mit Anna aus Neuseeland bin ich momentan mit meinem Auto auf dem Roadtrip durch die USA. Und jetzt viel Spaß! Ja, guten Morgen Leute, da sind wir wieder. Wir haben hier bei Walmart gecampt und gestern Nacht, irgendwie um 3 Uhr nachts oder was, kam die Polizei auch zu Besuch, hat an unsere Tür geklopft und war besorgt darum, dass wir beklaut werden könnten, weil unsere Tür offen war. Also alles gut, man kann ja weiterhin campen, nur Tür war offen. Der Mann meinte, dieser Gegend nicht so gut, aber naja, wir haben sie offen gelassen, weil war zu heiß. Wir sind noch da. Ja, wir fahren so nichts an den Highway runter und auf der Seite ein dickes braunes Schild, Elvis Presley Marker, und jetzt sind wir hier bei Elvis Geburtsort. Hier gibt es natürlich wieder eine kleine Ausstellung, ein kleines Museum, unter anderem hinter mir der 1939er Plymouth, mit dem Elvis mit seiner Familie von Tupelo nach Memphis gefahren ist. Und hier ist es, das Haus, ein dickes Schild daneben, das sagt, dass er hier geboren wurde, in diesem Haus hinter mir, das von seinem Vater gebaut wurde. Ja, der Ort ist komplett hergerichtet mit riesen Visitor Center und hier ist eine Statue von Elvis in jungen Jahren mit Arbeitsanzug und Gitarre in der Hand. Auf der anderen Seite das Geburtshaus von Elvis. Ja, ein Visitor Center gibt es hier auch wieder. Ziemlich großes. Mit jeder Menge Krempel über Elvis Birthplace, die man hier einkaufen kann. Okay, wir lassen den Geburtsort von Elvis jetzt hinter uns, essen noch eine Kleinigkeit und dann fahren wir weiter Richtung Süden. Ja, guten Morgen Leute, es geht weiter. Heute hier aus Ob, und Ob ist eine Stadt, die ist eigentlich völlig uninteressant. Ich glaube nicht, dass jemand hier jemals vorbeikommen wird. Auf jeden Fall, Sprit gibt es hier, ist ja klar. Und die Gallone kostet $2,49 und ich habe mal gedacht, für $15 tanke ich voll, waren aber $2 zu viel, und weil es prepaid ist, bin ich reingegangen, habe bezahlt, habe getankt, war zu viel, bin reingegangen, habe mein Restgeld geholt und hier bin ich und jetzt geht's weiter. So, wir sind aus Ob rausgefahren. Ob liegt übrigens in Alabama und gerade mal 20 Kilometer raus und haben hier eine Rest Area gefunden und hier machen wir ein kleines Frühstück. Und als Zusatzinformation, Rest Area in den USA, hier darf man normalerweise 24 Stunden bleiben, also man darf hier nächtigen. Und normalerweise, wenn wir Rest Areas finden, dann machen wir das auch. Aber letzte Nacht haben wir keine gefunden. Aber gut, sie war nicht weit. Die heutige Köstlichkeit zum Frühstück ist Brot Hawaii, weil wir können nicht toasten. Der Käse ist schon zu einem einzigen Klumpen zusammengeschmolzen wegen der Hitze. Und ja, Ananas aus der Dose. Köstlich. Übrigens, nette Anekdote von letzter Nacht. Abends wurden wir darauf hingewiesen, dass wir da, wo wir campen wollten, nicht campen können und ins Hotel gehen sollen. Also sind wir in ein Wohngebiet gefahren und haben uns da niedergelassen. Und heute Morgen wurde an unsere Scheibe geklopft und gesagt, die Anwohner machen sich Sorgen um euch. Was macht ihr hier? Ich sage, ja, wir schlafen. Ja, wann reist ihr ab? Ja, 10 Minuten? Okay. Ja, das war es. Keine weiteren Probleme, aber trotzdem zweimal die Polizei gegrüßt. Wir duschen mal hier an diesem Rastplatz und die Dusche, die zeige ich euch gleich mal. Hier mit Hilfe dieses Wasserspenders. Und damit es auch eine Dusche wird, habe ich hier diesen dekorativen Schlauch dabei. Zufälligerweise passt nämlich das Gewinde vom Schlauch genau an das Gewinde vom Wasserspender. Das heißt, wir haben eine wunderbare Dusche. Wir sind startklar, ist auch schon wieder 11 Uhr. Und hier bei den Facilities fand ich noch zuletzt erwähnenswert: No weapons beyond this point. Also drin ist man sicher. Na gut, wir starten jetzt. So, wir haben es nach Florida geschafft. Hier ist das Starteneingangsschild.
Und jetzt sind wir nur noch ungefähr 50 Kilometer vom Strand entfernt. Endlich. Glaubt ihr gar nicht, wie lange ich darauf gewartet habe. So, um nochmal kurz den Überblick zu haben. Gestern haben wir in Montgomery übernachtet und heute sind wir runtergefahren nach Panama City. Da sind wir jetzt am Strand. So, jetzt hatten wir ein bisschen Entspannung am Strand, ein bisschen rumgeplanscht und jetzt sind wir wieder in unserem Lieblingsgeschäft. Und hier ist der Parkplatz wirklich gestopft. Ich glaube wahrscheinlich, jetzt wo wir hier in Panama City Beach sind, sind wir die ganze Zeit am Strand, an den Traumstränden bei super Wetter. Ist aber falsch. Wir sind jetzt hier und machen Laundry. Diesmal für 4 Dollar, aber wir haben auch eine riesen Portion. Ja, das dauert jetzt 23 Minuten. So, der Tag hier in Panama City ist vorbei. Aber nachts geht hier auch die Post ab anscheinend. Die ganzen Leute, die es tagsüber wahrscheinlich zu heiß finden, kommen jetzt nachts raus und gehen zum Beispiel zum Pier Park. Der war gerade brechend voll, wir sind immer durchgefahren. Da sind wir Panama City Pier Park. Hinter mir kompletter Amusement Park. Und das scheint hier wirklich so der Urlaubsort der Amerikaner zu sein. Ist wirklich brechend voll hier. So, ein IMAX gibt es hier auch. Terminator Salvation ist immer noch im Kino. Und Ant-Man kam gerade rein. Arcade-Halle gibt es hier auch im Kino, ganz nett, aber nicht so interessant für uns, deshalb gehen wir jetzt wieder. Der Rest vom Pier Park ist eine Einkaufsstraße. Das war der Pier Park, da drüben ist der Eingang, das Tor und ja, wir hauen jetzt wieder ab. Auf der anderen Seite ist übrigens der richtige Pier, aber der kostet 3 Dollar Eintritt. So, wir haben diesen Jahrmarkt verlassen und hier unser Nachtlager aufgeschlagen. Wieder bei Walmart, weil es das einfachste ist. Ja, und das Thermometer ist runtergegangen auf angenehme 30 Grad, also ist jetzt schön kühl und dann kann man hoffentlich gut schlafen bei der Kälte.